Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe euch letzte Woche, als ich Tee getrunken habe und ihr das Video trotzdem angeguckt habt, obwohl ich extra gesagt habe, dass ihr es nicht angucken sollt, mal gefragt, ob ihr Interesse daran hättet, dass ich ein paar Kommentare vor laufender oder ob ich halt eben ein paar Kommentare vor laufender Kamera kommentieren soll. Und da war eine zwar nicht repräsentative Menge, aber doch viel größere Menge, als ich erwartet hatte dafür, dass ich das doch mal machen soll. Also mache ich das jetzt halt in Gottes Namen mal. Und zwar wird das so funktionieren, habe ich mir gedacht und habe es mir bei großen YouTubern angeguckt, wie die das so machen. Habe übrigens eine gefunden, die macht das scheinbar hauptberuflich. Sehr suspekt. Egal. Jedenfalls, das machen wir jetzt so, dass ihr unter dieses Video was drunter schreibt und im nächsten Video, entsprechend dann natürlich nächste Woche, werde ich dann das kommentieren, was ihr mir hier drunter geschrieben habt. Und zwar folgendermaßen, und da kommt der nächste Hubschrauber. Manchmal frage ich mich, ob ich hier eigentlich an einer Hubschrauber-Einflugschneise hocke. Scheinbar schon. Naja, erfahrungsgemäß kann man mich doch immer trotzdem noch ganz gut verstehen, auch wenn Hubschrauber vorbeifliegt, deshalb labere ich jetzt einfach mal weiter. Wie war das? Ja, richtig. Ihr schreibt hier was drunter und lustig wäre es vielleicht für euch, möglicherweise nicht für mich, wenn ihr mich irgendwelches Zeug auch fachlicher Art fragt, weil ich werde das so machen, dass ich dann mich hier in den Wald hocke und dann erst die Kommentare lese, während ich halt eben das dann filme. Sprich, ich habe dann keine Bücher und kein Google, um irgendwas nachzugucken, sondern nur mein Hirn. Und da stehen die Chancen, dass ihr mich was fragt, was ich nicht weiß, relativ besser. Hoch will ich nicht sagen, weil ich bin so eingebildet, dass ich mir einbilde, dass ich relativ viel weiß. Oh, diese Aussage werde ich bereuen. Insbesondere, da jetzt dann die Fragen kommen. Ja, das wäre das eine. Ihr könnt mich auch ansonsten fragen, was ihr lustig seid. Das ist mir relativ egal und ich werde wahrscheinlich wirklich versuchen, alles zu beantworten, solange es jetzt kein völliger Käse ist. Was ich allerdings das gleich mal vorweg sage, meine Frauen töten mich, wenn ich irgendwas zu meinen Frauen sage, was halbwegs ernst gemeint ist. Blödsinn darf ich ablassen, das habe ich ja bisher auch schon getan und überlebt. Aber wer sind die, wo kommen die her, was machen die so und all so ein Zeug alles nicht. Dann werde ich getötet auf eine langsame, schmerzhafte, grauenvolle Art und Weise. So meinten sie. Dass Frauen sind, glaube ich denen sowas. Oh ja. und zweitens, wann, wo, wie, was und warum und überhaupt und wieso ich arbeite, würde ich auch gerne für mich behalten. Ist halt so. Und, ne, aber das war's eigentlich. Den Rest könnt ihr meinetwegen gerne fragen. Und ja gut, meine Adresse werde ich euch vielleicht auch nicht unbedingt gleich nennen, aber ja, so zumindest grobe Ecke und so Sachen, wenn das jemanden interessiert. Ja. Keine Ahnung, was ihr halt wissen wollt. Müsst ihr wissen, nicht ich. Ja, und rechtlicher Hinweis, wenn ihr hier was kommentiert, packe ich das, ja, müsst ihr damit leben können, dass das Ganze dann hier vorgelesen wird und auch euer Name, also euer YouTube-Name natürlich, beziehungsweise ein Name, den ihr möglicherweise drunter schreibt, wird dann hier auch entsprechend vorgelesen. Jo, wisst ihr Bescheid. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. War mal so. Jetzt hocke ich hier im Wald, wegen diesem tollen Video, das jetzt so unglaublich lang ist. Oh, da drehe ich noch eins, das lohnt sich sonst nicht. Bis gleich.